So, guten Morgen. Erstmal. Ja, gestern das Spiel. Nee, stimmt ja gar nicht. Vorgestern das Spiel. Stuttgart gegen Schalke in Stuttgart. Endete 1:1. Ja, die erste Hälfte hatten wir hinten in der Verteidigung, müssen wir sagen, da haben wir zum größten Teil mehr oder weniger verteidigt. Hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben sozusagen sehr unterschiedliche Halbzeiten erlebt. Die erste Hälfte sehr defensiv, dann in der zweiten Hälfte nach der roten Karte von Stuttgart haben wir mehr oder weniger das Spiel übernommen und wir waren da auch die bessere Mannschaft und waren den 2:1 auf jeden Fall näher als Stuttgart. Ja, viel näher als Stuttgart und da hätten wir das 2:1 dann auch verdient gehabt, ja. Großchancen wurden dann nicht genutzt und so endet das Spiel dann leider nur 1:1. Ja, wie gesagt, was fängt man mit diesem 1:1 an? Eigentlich nicht so viel, weil es ist eigentlich im direkten Abstiegsduell, also da hätte man sich schon die 3 Punkte gewünscht und ja, hat leider nicht funktioniert und so ist es leider nur dieser eine Punkt, aber wie man ja auch sagt, in Abstiegskampf zählt jeder Punkt, auch wenn man die direkten Duelle um Abstiegskampf schon gewinnen sollte. Ja, das nächste direkte Abstiegsduell haben wir ja schon nächste Woche Samstag um 18:30 Uhr im eigenen Stadion gegen Bochum. Ja, und da muss dann auf jeden Fall der Sieg her, da muss dann der Dreier her, ohne Wenn und Aber, weil ich sehe uns das sogar als leichten Favoriten gegenüber Bochum, ja. Das muss man ganz klar so sagen und wie gesagt, da zählt dann auch nur der Dreier und da können wir uns dann auch mit dem Punkt nicht zufrieden geben. Ja, das ist ganz klar und da muss dann der Dreier her. Und ich hoffe, es wird auch dann klappen, im Derby gegen Bochum endlich den ersten Dreier dieser Saison einzufahren. 3 Punkte haben wir jetzt auf dem Konto. Wenn wir jetzt gegen Bochum gewinnen nächste Woche, wären es 6 Punkte. Ja, damit könnten wir dann schon mal eher leben, ja. Und momentan, jetzt gerade stehen wir auf Platz 15, Wolfsburg auf 16, Punkte gleich mit uns übrigens. Ja, nee, stimmt ja gar nicht. Augsburg auf 16, Wolfsburg sogar auf 17. Boah. Augsburg ist Punkte gleich mit uns. So rum war's. Hab gerade mal hinten bei mir auf der Tabelle geguckt, weil die stecke ich ja immer direkt nach dem Spieltag. Ne? Ja, und ach so, ja, die Benotung für das Spiel. Also, ich gebe dieses Spiel, also ist jetzt, vielleicht werden manche sagen, ach, weniger, aber ich sag, das ist eine 2-, aufgrund der eigentlich relativ guten zweiten Hälfte, ja. Auch wenn wir sagen müssen, ja gut, wir haben in Überzahl gespielt, aber auch in Überzahl musst du halt ein Spiel erstmal dominieren und links ist ja auch nicht so leicht, ja, weil manchmal gibt es bei manchen Vereinen, die hauen sich dann in Unterzahl, wenn sie in Unterzahl spielen, noch mehr rein, ja, kämpfen noch mehr. Dann kämpfen sie für den Spieler, der da runtergeflogen ist, ja, und bisher hätten wir ja den Klassenerhalt, aber wir sind ja auch noch sehr, sehr früh in der Saison. Das war jetzt gerade der 5. Spieltag, ja, und nächste Woche der 6. Spieltag, wie gesagt, im eigenen Stadion gegen Bochum. Das war's dann von mir. Euch noch einen schönen Tag heute und noch eine schöne Woche. Mein nächstes Video gibt's dann nächste Woche Sonntag.